Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Case Opening hier in Counter-Strike Global Offensive. Und eine Woche ist es her wieder. Das letzte Case Opening war letzten Samstag. Endlich habe ich meine Gold Medal. Woo! Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Ich habe zwei Phoenix, eine Chroma und zwei Falken. Den Chroma 2 Schlüssel, den beachtet einfach nicht, und die Kiste, die Operation Phoenix Kiste ja auch nicht, also alles gut. Ich werde, glaube ich, mal anfangen mit einem schönen Operation Phoenix Kistenschlüssel. Nimm natürlich die mittlere, weil Mitte ist immer gut. Phoenix, was würde ich mir, die Redline, die Pulse, obwohl ich die jetzt auch schon habe. Die Asimov, mehr eigentlich auch nicht, weil der Rest ist alles so okay, naja. Und natürlich das hier. Aber naja, ich denke mal, ich werde sowieso irgendwas Billiges bekommen, deswegen hoffe ich einfach auch mal gar nicht. Aber eine Tech-9 Sandstorm. Das ist doch auch was. Sogar Stat-Track. Okay. Das ist natürlich, ja gut, die ist aber, glaube ich, viel tested oder well-worn oder sowas. Würde ich jetzt mal so sagen, denn die sieht nicht wirklich gut aus. Naja. Moment, das muss ich jetzt aber mal eben schauen. Einsatzerprobt ist die. Okay. Auch gut. Warum auch nicht? Jetzt muss ich aber nochmal eben gucken, wie viel wert die ist. Das werde ich gleich erfahren. 21 Cent. Ja. Besser als nichts, würde ich mal sagen. Besser als nichts. So, Falcon Key. Falcon. Und dann nehmen wir natürlich okay, Moment. Ich mach mal eben Augen zu. Oh, oh, oh. Okay. Falcon Case. Evil Daimyo. Ruby Poison. Cyrex. Aquamarine Revenge. Hyper Beast. Oder Falcon Knife. Vielleicht. Aber ich glaube, Alter, ohne Scheiß, ich würde die Aquamarine Revenge schon fett geil machen. Okay, los geht's. Komm. Aber das wird sowieso nix. Ja. An einer Daimyo vorbei. Eine Nova Ranger. Was eine scheiß Waffe, ey. Wirklich. So, Chroma 2. Was mache ich? Dragon King, Kartell, Muertos, Man of War und natürlich hier. Aber naja. Blau Item. Komm zu mir. Blaues Item. Ja. Glock 18 Katakombs. Ich hasse. Das ist einer der hässlichsten Skins, die ich kenne, ey. Der ist wirklich so hässlich. Einer aus meinem Clan hat den, aber der. Ich finde den so hässlich. Mit diesen Totköpfen da drauf. Ich weiß nicht, wer sich sowas kauft. Na egal. So, Phoenix. Sandstorm, Pulse, Asimov. Ah, Sandstorm haben wir ja jetzt, stimmt. Pulse, Redline, Asimov, Chameleon nicht, obwohl, ja, und natürlich hier, aber blaue Items, kommt zu mir, blaue Items, kommt zu mir. Oh, ja, und es ist natürlich Negative Terrain, wow. Das wird ja hier immer geiler, wirklich, ey. Mensch, ey, dieser Skin, der ist auch mal wirklich eine Schönheit. Nicht. Aber der sieht ganz gut aus. Minimale Gebrauchsspuren. Ist ja wenigstens mal etwas. Ach, guck mal, die Ranger auch. Das ist ja wenigstens etwas, Leute. Wenigstens etwas. So. Letzte Falcon Case. Habe ich schon gesagt. Hier, die drei. Die drei. Aber komm. Go, 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 go. Komm. Und jetzt. Oh, da ist gerade irgendwas Pinkes und es ist eine. Oh Gott. Eine Galil Rocket Pop, aber guckt euch. Ach du Scheiße. Alter. Was ist das denn? Das ist. Schaut euch diesen Skin an. Ich habe ja nichts gegen den Rocket Pop. Ich finde den ja eigentlich ganz schön. Die Galil Sweet spiele ich nicht gerne, aber. What the fuck? Was ist das für eine Condition, Mann? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal. Kampfspuren, what the fuck?
Ach, du Scheiße. Ja, gut. Dann würde ich erstmal sagen, das war's mit dem schönen Case-Opening. Nächstes Mal wird dann wieder was anderes kommen. Das nächste Case-Opening wird in Amerika sein. Also vielleicht habe ich da mehr Glück. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Aber nur vielleicht. Wer weiß. Wir sehen uns. Habt einen angenehmen Tag. Schaut natürlich auch das Ranked-Match von heute an. Und tschüss.